Ja, er hat die Haftanstalt gerade verlassen. Bleiben Sie an ihm dran. Bleib dran. Egal, was er macht oder wo er hingeht oder fährt. Und Sie rufen mich immer wieder an, klar? Liebling, du solltest dich beeilen. Wieland, wie soll das jetzt weitergehen? Ich habe jedenfalls nicht die Absicht, auf dich zu verzichten. Und deine Frau? Meine Frau wird nicht das Problem sein. Mein Gott, wie soll das bloß werden? Plötzlich ist er wieder da nach 6 Jahren Haft. Naja, wir werden es in Zukunft ein bisschen schwieriger haben, aber... Hey. Ich könnte mich scheiden lassen. Was soll das Ganze? Ich kann dich nicht heiraten, das weißt du. Ich weiß nur, dass ich dich liebe. Warum müssen wir immer im Kreis reden? Ich hab's einfach satt, mich ständig mit dir in Hotelzimmern zu treffen. Ja, meinst du, ich nicht? Ich kann nicht mit 2 Männern leben. Dann lass dich scheiden. Und dann lebe ich allein, oder was? Also Gott. Ich lass mir was einfallen, ja. Warum fahren Sie eigentlich mit mir? Sie haben doch selber genug Taxen. Woher kennen Sie mich? Ich bin mal Studentin für Sie gefahren, vor 10 Jahren, Herr Urban. Sie hätten sich ruhig ein bisschen früher melden können. Ich bezahle Sie ja schließlich gut. Wieso ist doch noch nichts weiter passiert? Können Sie schon abschätzen, wohin er will? Das Taxi fährt in Richtung Innenstadt. Aber wenn Sie Angst haben, sollten Sie sich Bodyguard zulegen. Hm? Ich habe keine Angst. Idiot. Hallo. Es waren eine Menge Anrufe. Ich habe alles notiert. Dankeschön. Machen Sie mir einen Cappuccino? Klar. Danke. Lassen Sie mal, jetzt mache ich eine kleine Überraschung. Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Na, das geht aber nicht. Doch, das geht. Stellen Sie es dahin. So, Ihr Cappuccino bitte. Hey, das ist aber eine Überraschung. Ja, haben Sie nicht gewusst, dass ich rauskomme? Doch, habe ich. Und? Da holen Sie mich nicht ab. Hätte ich sollen? Hätten Sie, ja, finde ich schon. Sie haben ja schließlich allerhand verdient an mir als mein Anwalt. Ach, hab ich das? Haben Sie. Hat aber nicht viel genutzt. Ja, sind ja trotzdem 6 Jahre geworden. Naja, sehen Sie es mal so. Es hätte auch schlimmer kommen können. Ja, das stimmt. Aber ich habe ja auch eine Menge gelernt im Knast. Zum Beispiel, Wände haben wirklich Ohren. Ich habe gehört, dass meine Frau ein Verhältnis angefangen hat, seitdem ich weg bin. Ich wollte wissen, ob ich das akzeptieren muss. Juristisch müssen Sie nicht, nein. Aber ich wüsste gerne, wer das ist. Und wieso kommen Sie da gerade zu mir? Ich dachte, Sie hätten auch davon gehört. Nein. Entschuldigen Sie, ich kann mich nicht um alles kümmern. Schade. Ich find's schon raus. Ja, Metzold.
Ich bin's. Ich mag mich ja täuschen, aber die Richtung stimmt. Es kann sein, dass Urban gleich bei Ihnen auftaucht. Na prima. Und was mache ich jetzt? Ja, was weiß ich, was der vorhat? Ich werde die Polizei anrufen. Ja, Herr Kress? Frank Petzold hier. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich bin der, den Gregor Urban vor 7 Jahren beinahe umgebracht hat. Ja, ich erinnere mich. Gregor Urban ist heute aus der Haft entlassen worden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Nein. Ich wollte Sie fragen, was mache ich, wenn er zu mir kommt? Warum sollte Urban zu Ihnen kommen? Der kommt, ich bin sicher. Herr Kress, ich habe Angst. Er hat schon einmal versucht, mich umzubringen. Ja, ich kann Ihnen eine Polizeistreife schicken, wenn Sie das beruhigt. Ja, nein, das beruhigt mich ganz und gar nicht. Ich möchte Sie bitten, kommen Sie. Er kommt wirklich zu Ihnen. Wen willst du anrufen? Dass du dich noch hierher traust? Immerhin hast du mir meinen Platz freigehalten. Immer noch genauso arrogant wie früher, ja? Du, wir sind keine Partner mehr, klar? Jetzt ist alles wie damals. Nichts ist so wie damals. Ach so, vielleicht bist du ja gekommen, um dich bei mir zu entschuldigen. Wofür soll ich mich bei dir entschuldigen? Dafür, dass du mich all die Jahre über betrogen hast. Ich will mein Geld. Und jetzt schießt du wieder auf mich, oder was? Du, mit dem Rest von deinem Geld haben wir deine Frau unterstützt die letzten 6 Jahre. Hab ich euch darum gebeten? Hätte sie verhungern sollen, oder was? Sie hätte arbeiten können. Das hat sie probiert. Aber Arbeit liegt nicht so einfach auf der Straße. Das hat sich nicht geändert. Sie wollte nicht arbeiten, sie wollte Zeit haben für einen Liebhaber. Bist du das? Okay. Was Dümmeres fällt dir nicht ein? Ich finde, die Sache ist ganz einfach. Du gibst mir jetzt 200.000 Euro. Von mir kriegst du nichts, gar nichts. Na klar. Das hätte ich mir denken können. Bin schon weg. Grüßen Sie Herrn Kress von mir. Das machen wir doch glatt. Wir sehen uns. Bestimmt. Hat er sie bedroht? Ist er schon da? Ja, hier war 10 Minuten vielleicht. Er hätte im Gefängnis gehört, dass du einen Liebhaber hast. Aber woher soll er das wissen? Lisa, jetzt reg dich nicht auf, bitte. Wir müssen die Nerven behalten. Was heißt das jetzt? Verstehe ich nicht. Kannst du mir mal sagen, wie ich das aushalten soll? Überall, wo ich hinkomme, wird gerade telefoniert. Gregor. Lisa. Ist mein erster. Stör ich? War das dein Liebhaber? Was für ein Liebhaber? Ich habe keinen. Naja, 6 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Keine Begrüßung, Küsschen oder so? Du
wolltest Frank töten. Glaubst du, ich habe das vergessen? Wieso? Der lebt doch noch. Ist Frank Petzold dein Liebhaber? Du bist widerlich. Ja. Und jetzt will ich sogar noch mit dir schlafen. Dann musst du mich vergewaltigen. Dann mache ich das doch mal. Trink nicht so viel. Willst du nicht rangehen? Nein. Petzold? Ja, mein Mann ist da. Ja, Petzold. Sagen Sie mal, hat eigentlich Ihr spezieller Freund ein Lieblingslokal? Kneipe, Bar? Ja, das Kolibri. Warum fragen Sie? Ah, da fährt er jetzt hin. Ja, ja, ich bin noch da. Warten Sie mal. So, er ist jetzt in der Bar drin. Was soll ich machen? Machen Sie erst mal Schluss für heute. Ich rufe Sie morgen wieder an, ja? Okay. Wie soll das jetzt weitergehen? Ich habe dich was gefragt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und wenn du ihn einfach anzeigst? Dass ich Angst vor ihm habe, reicht nicht ganz für eine Anzeige. Hm? Dann bezahle ihn. Wovon denn? Dann kann ich den Laden dicht machen. Und außerdem, warum eigentlich? Damit endlich mal Ruhe ist. Das wird nie Ruhe sein. Wo willst du denn noch hin? Stammtisch. Wie jede Woche. Und trink nicht so viel, okay? Also wer wen um wie viel Geld betrogen hat, ist in dem Prozess vor 6 Jahren nicht so ganz klar geworden. Jetzt sag bloß, das lag an unseren Ermittlungen. Das hat er Gott sei Dank nicht gesagt. Dafür war die Endsituation ganz klar. Frank Petzold liegt angeschlossen hinter seinem Stuhl. Und Gregor Urban sitzt in der Ecke des Büros, völlig betrunken, mit der FN in der Hand. Ja, Kreis hier. Wo ist das? Ja, gleich Ende. Und jetzt liegt Gregor Urban erschossen auf dem Parkplatz vor dem Kolibri. Ich glaub's ja nicht, wie das Leben so spielt. Das ist doch der Puff. Und die Bar von Urban, wenn ihr euch erinnert. Wir erinnern uns. Da war nichts mehr zu machen. Ja, danke, Doktor. Tja, so sieht man sich wieder, wenn allerdings auch anders als gedacht. Guten Abend. Guten Abend. Also, ich habe schon mit dem Notarzt gesprochen. Ja. 2 Schüsse von vorn, einer in die Lunge, einer in den Bauch. Also, der wird schon noch ein paar Augenblicke gelebt haben. Schau mal, Leo. Das Blut an den Fingern. Und diese Blutspur. Was ist das?
Wollt ihr da was schreiben oder was? Guten Abend, Herr Kress. Guten Abend. Wir kennen uns von den Ermittlungen damals. Ja, Sie sind der Chef vom Kolibri, nicht? Richtig. Ich war als Erster hier. Gregor saß eine gute Stunde an der Bar, bevor er hinausging. Sagen Sie, haben Sie die Schüsse gehört? Nee, die Musik war zu laut. Ein Mann kam in die Bar gelaufen. Wo ist der jetzt? Warte drin. Danke. Hallo? Wer spricht denn da bitte? Hallo? Sprechen Sie bitte. Das ist ja komisch. Was ist komisch? Schau mal da drüben. Ja, da steht ein schwarzer BMW mit einem Fahrer drinnen, der ziemlich auffällig hier rüberstarrt. Wärst du nicht neugierig? Würdest du sitzen bleiben? Ist doch eigentlich recht. Wir können hier mal fragen. Mhm. Der Richter hier. Ihr müsst mal einen Fahrzeughalter ermitteln. München, Heinrich, Bertha. Ja? Na, und wann? Ja, danke erstmal. Ende. Der BMW hat heute Morgen als gestohlen gemeldet. Wie sah denn der Mann aus? Du kannst vielleicht fragen, Leo, wie sah er aus? Es ist doch stockdunkel. Lieber Gerd. Bei jedem Zeugen wäre uns das zu wenig. Ja? Aha. Und wo war das? Ja. Na, dann mach mal. Wir sehen uns nachher noch, ja? Das war Werner Riedmann. Kollegen haben den BMW gefunden. Verlassen natürlich. Ne? Der Fahrer von dem BMW wird immer interessanter. Und dann hat er gesagt, dass Frau Obern das war, die angerufen hat auf dem Handy von ihrem toten Mann. Kein Licht. Fällt dir irgendwas auf? Ja, vor 6 Jahren war da eine andere Klingel. Wollen Sie zu mir? Ja. Ach, Chris. Oh ja. Mein Mann wurde heute entlassen. Sind Sie deshalb hier? Ja. Muss ich mir Sorgen machen? Frau Obern, können wir reinkommen? Natürlich. So, bitte. Danke. Ja, Frau Obern, wir haben leider eine schlimme Nachricht für Sie. Ihr Mann ist erschossen worden. Auf einem Parkplatz. Erschossen? Wir möchten Ihnen unser Beileid aussprechen. Ich verstehe das gar nicht. Ja, wir wissen auch noch nicht, was passiert ist. Heute Nachmittag war er noch für 5 Minuten hier. Das ist ja nicht gerade viel nach so vielen Jahren. Wir hatten uns gestritten. Haben Sie vorhin versucht, Ihren Mann anzurufen? Am Handy? Frau Obern? Ja, das war ich. Aber Sie haben sich nicht gemeldet. Ich habe mich erschrocken. Ich dachte, ich hätte mich verwählt. Was wollten Sie denn von Ihrem Mann? Warum antworten Sie nicht? Ich wollte ihm sagen, dass ich mich scheiden lassen will. Und? Wo kamen Sie gerade her? Ach, sie wollte sich mit Wieland Lenz treffen. Im Anwalt Ihres Mannes. Irgendwie dreht sich das alles im Kreis. Der ist aber nicht gekommen. Die will sich scheiden lassen von ihrem Mann. Das ist das Phantombild des BMW-Fahrers nach meinen Angaben. Nach unseren, bitte, ja. Wir haben ihn schon in Fahndung gegeben. Na, vielleicht sind ja dessen Fingerabdrücke in dem BMW. Kannst du den schon irgendwie einordnen? Nee, beim besten Willen noch nicht. Na, das ist ja toll. Und wo ist der Ansatz unserer Ermittlungen? Wir fangen morgen an bei Frank Petzold. Das hat was. Und der Mann, der alles gesehen hat? Der in der Bar? Gar nichts hat er gesehen. Er war ja viel zu weit weg. Dass niemand weggelaufen ist, das hat er gesehen. Und der Wagen ist auch nicht weggefahren. Tja, dann wird ja unser Phantombild doppelt interessant. Hm. Aber jetzt machen wir Schluss für heute. Hier,
Na, das hätte ich mir ja denken können. Sie wissen, warum wir hier sind? Ja. Seine Frau hat mich gestern Nacht noch angerufen. Soll ich jetzt sagen, dass es mir leid tut? Nein, nein, müssen Sie nicht. Seine Frau tut mir leid. Lisa. Hauptkommissar Kress würde gern mit Ihnen reden. Das muss ja dann wohl so sein. Hey. Ich weiß ja nicht, ob es besonders gescheit ist, herzukommen. Ich muss mit dir reden. Ich wollte Sie nur erinnern, dass Sie um 10 Uhr einen Termin im Gericht haben. Ich werde dran denken, danke. Eigentlich ist doch jetzt alles ganz einfach für uns. Hm? Nein? Findest du? Hör mal. Wenn die rauskriegen, dass wir beide eine Beziehung miteinander haben, dann können die sich doch auch vorstellen, dass ich deinen Mann umgebracht habe. Dazu werden sie sich sicher erst mal fragen, wie sehr du mich liebst. Wie sehr liebst du mich? Willst du jetzt wissen, ob ich ihn umgebracht habe oder was? Ich will wissen, wo du gestern Abend warst. Wir waren verabredet. Was ist so schwer an der Frage? Schau, ich... Entschuldige. Ja? Ja, stellen Sie durch. Hallo, Lenzi am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ja? Ja, das lässt sich machen. Sicher. Gut, bis dann. Wiederschauen. Geht schon los. Kriminalpolizei, Mordkommission. Ja, 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 ja. Jetzt lass mal überlegen. Was machen Sie als Erstes? Ja, Sie werden meine Frau fragen, ob ich eine Geliebte habe. Ist das deine Einzelsorge? Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Wir waren gestern Abend im Lichtblick verabredet. Hm? Ja, ja, entschuldige, ich weiß, ja. Und? Wo warst du? Ich konnte von zu Hause nicht weg, entschuldige, ja. Naja, dann ist ja alles ganz einfach. Dann hast du ja ein Alibi. Wenn du bei deiner Frau warst. Ach, übrigens. Dich werden sie natürlich auch nach deinem Alibi fragen. Wieland, du belügst mich. Und du belügst deine Frau. Ab jetzt ist das gefährlich. Das mit Wieland Lenz geht in Ordnung. Ja, am Apparat. Das ist so gut geworden, dass ich schon eine Vorstellung davon habe, wer das sein könnte. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke. Sehr begabt, der Kollege. Sehr begabt. Dann mach was draus. Bin schon dabei. In dem BMW müssten doch Fingerspuren von ihm sein. Jetzt lass mich doch mal machen. Wäre an Ihrer Stelle natürlich auch auf mich zuerst gekommen, ja. Ich kann Ihnen das nicht ersparen. Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Was wollte Urban denn von Ihnen gestern? Es ging um Geld, wie immer. Wie viel? 200.000. Wofür sollten Sie ihm so viel Geld geben? Was weiß ich. Der hat sich das immer aus den Fingern gesogen. Einfach so? Hatten Sie während dieser 6 Jahre Kontakt zu seiner Frau? Ja. Kein Intim, wenn Sie das meinen. Aber vor den 6 Jahren schon, oder? Das ist richtig, ja. Aber sie brauchte mich dann nicht mehr. Sie hat sich einen neuen Liebhaber zugelegt. Den Anwalt von Gregor Urban, Wieland Lenz. Hat der Urban das gewusst? Was weiß ich. Herr Petzold, kommen wir zu Ihnen. Sie haben die Rückkehr von Gregor Urban und vor allem seinen Besuch als Bedrohung empfunden. Ja,
glaube, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass ich Grund hatte, ihn umzubringen. Ich habe heute noch Schmerzen. Dann stellt sich für uns natürlich die Frage, wo Sie in der letzten Nacht zwischen 21 und 22 Uhr waren. Zu Hause. Bei Ihrer Frau. Herr Petzold. Meine Frau hatte gestern ihren Damenstammtisch. Hörst du, Sie waren alleine? Ja. Tun Sie uns das nicht an. Ja, es ist aber so. Leo, kommst du bitte mal? Ja. Ihr könnt schon mal mit dem Protokoll anfangen, ja? Okay. Der hat kein Alibi. Beeindruckt dich nicht. Ich muss dir was zeigen. Unser Mann heißt Thomas Kurtulla. Vorbestraft wegen Handels mit Kokain und Heroin. Zurzeit auf freiem Fuß. Ich habe ihn schon in die Fahndung gegeben. Nicht schlecht, Werner, nicht schlecht. Trotzdem, zu unserem toten Gregor Oberhand kriege ich einfach die Kurve nicht. Jetzt warte mal. Thomas Kurtulla hat einen Bruder, Roland Kurtulla. Der sitzt noch in der Vollzugsanstalt. In München. Und die letzten zwei Jahre saß er in der Zelle mit Gregor Oban. Hat's dir die Sprache verschlagen? Esse gerne, ja? Ist das zu viel verlangt? Ich möchte, dass du zu mir stehst. Das ist alles. Du, ich muss Schluss machen, da ist jemand an der Tür. Und, Wieland, mach dir nichts vor. Du wirst mich nicht los. Guten Tag, Frau Obermann. Wir müssen mit Ihnen sprechen. Bitte. Danke. Frau Obermann, ist in letzter Zeit irgendetwas Auffälliges oder Ungewöhnliches passiert? Bitte kommen Sie doch rein. Vielleicht möchten Sie sich setzen. Nein, nein. Ja, vielleicht wissen Sie es ja schon. Ich bin seit einiger Zeit die Geliebte vom Anwalt meines Mannes. Ja, das wissen wir schon. Und? Sind Sie deshalb gekommen? Nein. Wir wollten Sie etwas fragen. Woher haben Sie das? Kennen Sie den Mann? Ja, der war vor ungefähr 4 Wochen hier. Mit 2 kleinen schwarzen Koffern. Er hatte noch einen Zettel bei sich von meinem Mann. Darauf bat er mich, für ihn diese Koffer aufzubewahren, bis sie irgendjemand abholen würde. Und das haben Sie auch gemacht? Ja, ich habe sie in die alte Voliere in den Keller gestellt. Und hat dieser Mann die beiden Koffer dann auch wieder abgeholt? Nein. Das war ein anderer. Ist irgendwas? Hatte denn der andere Mann auch einen solchen Zettel? Nein, aber der war vor 3 Tagen noch mal hier. Der wollte die Koffer abholen, aber wie gesagt, die waren ja schon weg. Und was hat er da gesagt? Puh, war ziemlich aufgebracht. Ehrlich gesagt, ich habe befürchtet, der will mich umbringen. Ja, was heißt das jetzt alles? Na, auf jeden Fall heißt es, dass Ihr Mann Ihr Vertrauen missbraucht hat. Frau Obermann, haben Sie mit irgendjemanden über die 2 Koffer gesprochen? Nein, aber ich hatte kurz überlegt, mit Wieland, also mit Herrn Lenz, darüber zu sprechen, hab's dann aber gelassen. Warum? Ich weiß nicht. Hatten Sie denn während der Haftzeit Kontakt zu Ihrem Mann? Am Anfang, ja. Und warum dann nicht mehr? Wir hatten keine sehr gute Ehe. Mein Mann hat mich betrogen. Es gab da einige unschöne Geschichten. Als Ihr Mann kurz hier war, was hat er denn da erzählt? Nichts. Ja, aber es muss doch irgendeinen Grund geben, weswegen er so schnell von hier aufgebrochen ist. Er wollte mit mir schlafen. Ich habe Nein gesagt. Hm. Ist das jetzt alles? Nur noch eine Frage. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 21 und 22 Uhr? Ich habe Ihnen das bereits gesagt. Ich habe auf Herrn Lenz gewartet. Wo? Hallo. Hey, du bist zu früh. Egal, ich habe sowieso keinen Hunger.
klar. War die Polizei zuerst bei mir. Ja und? Was und? Ich hab denen gesagt, dass ich den ganzen Abend hier war. Die müssen dir doch glauben. Gar nichts müssen die. Haben mich gefragt, ob ich denn einen Zeugen hätte dafür. Hab ich einen? Du wirst mir doch nicht zum Vorwurf machen, dass ich nicht da war. Nein. Frank, was ist los? Du wirst ihnen doch gesagt haben, dass du keiner Fliege was zuleide tun kannst, oder? Wen interessiert das schon? Bitte schön. Guten Tag. Tut mir leid, ging nicht schneller. Tja, so sieht man sich wieder. Ja, nach 6 Jahren. Ja, nehmen Sie doch Platz, Herr Lenz. Ja, wenn Sie darauf bestehen. Eigentlich wollten wir nur von Ihnen wissen, ob Gregor Obern nach seiner Entlassung bei Ihnen war. Ja, eine ganz böse Geschichte. Ich meine, wird er endlich nach 6 Jahren entlassen und erschossen. Ist schon wirklich makaber, oder? War er denn bei Ihnen? Ja, war er. Und was wollte er? Er sagte, er habe gehört, dass seine Frau ihn betrogen hat, während er in Haft war. Ja, und er fragte mich, ob ich davon wüsste. Und wussten Sie es? Nein, natürlich nicht. Woher sollte ich? Sehen Sie, Herr Lenz, jetzt gibt es noch einen Grund, warum Sie hier sind. Und warum bin ich hier? Weil Sie uns gerade belogen haben. Und wir würden gern wissen, warum. Schauen Sie, meine Herren. Ich muss doch nicht jedem auf die Nase binden, wer meine Liebschaft ist. Erstens sind wir hier nicht jeder. Und zweitens ist der Mann Ihrer Geliebten ermordet worden. Zeuge sind Sie also mindestens für uns. Das müsste Ihnen als Anwalt doch eigentlich alles geläufig sein. Ja. Auch als Zeuge sollten Sie uns nicht belügen. Ja, es ist gut, es ist gut. Also, was wollen Sie wissen? Als Gregor Obern zu Ihnen kam, hatten Sie da den Eindruck, er kam zu Ihnen, weil er wusste, dass Sie mit seiner Frau schlafen? Diese Frage werde ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Warum nicht? Ganz einfach. Weil Sie mich damit ganz schnell zum Verdächtigen machen können. Und deshalb kommt von mir nichts mehr. Aus. Ende. Ich weiß, wer Sie sind. Ich weiß nicht, ob sich das auch schon umgesprochen hat. Wir suchen Ihren Bruder im Mordfall Obern. Warum sollte mein Bruder meinen Freund Gregor Obern umlegen? Nein. Wir suchen Ihren Bruder als Zeugen. Könnte sich ja vorteilhaft für ihn auswirken. Das können Sie sich schon mal abschminken. Es geht auch um 2 kleine schwarze Koffer, die Ihr Bruder bei Frau Obern deponiert hat. Und die plötzlich verschwunden waren. Diese Koffer sind offensichtlich durch Ihre Vermittlung im Keller von Obern gelandet. Und das muss Sie wohl jemand abgeholt haben, der Sie nicht abholen sollte. Ach ja? Und was in den Koffern war, das hätten wir auch gerne gewusst. Tja, da müssen Sie schon meinen Bruder fragen. Ich weiß davon nichts. Bringen Sie mich in meine Zelle zurück. Nein, ich warte auf euch. Danke. Das ist doch mal eine Nachricht. So gut wie er glaubt, ist der Kutulla auch nicht. Die Kollegen haben seine Fingerabdrücke in dem schwarzen BMW gefunden. Ach nee. Der Obduktionsbericht. Steht allerdings nicht viel Neues drin.
Also der Bruder von Kotulla versucht ganz hart zu sein. Und Wieland Lenz, unser Anwalt, der schwimmt. Und Petzold hat kein Alibi? Hab ich gehört. Und nun kriegt das mal alles unter einen Hut. Machen Schluss für heute. Oh, wieso redet eigentlich niemand von Lisa Urban? Weil sie uns leid tut? Und deswegen sicher nicht. Weil wir noch nicht richtig über sie nachgedacht haben. Ja. Und für mich sieht es so aus, dass sie ihr Leben mit Wieland Lenz ungestört weiterführen will. Und dafür mordet sie. Das hat's ja schon öfter gegeben. Hat sie eigentlich ein Alibi? Nein, hat sie nicht. Wollt ihr wirklich schon gehen? Ich hab da gesagt, wir machen Schluss für heute. Komm. Was machst du denn da schon wieder? Oh, entschuldige. Ach, es kann sein, dass die Polizei bei dir auftaucht. Mhm. Und was wollen die? Die beschäftigen sich mit den Schüssen auf Gregor Urban. Was hast du damit zu tun? Hast du meine Frage nicht verstanden? Schätzchen, ciao. Das ist ganz einfach. Lisa Urban ist deine Geliebte und da kann sich die Polizei sehr wohl was vorstellen. Wie blöd hältst du mich eigentlich? Ja, und jetzt werden sie kommen und fragen, ob du in der Nacht hier warst. Ja, das werden sie wohl. Und du willst, dass ich mit Ja antworte? Ja. Hm? Aber du warst nicht hier. Bin ich Herr Gold richtig? Meinen Namen lassen wir hier mal weg. Was ich von Ihnen will, ist eigentlich ganz einfach. Sie haben genau einen Tag Zeit, sich 1 Million Euro zu besorgen. Warum? Das ist gut. Es hat sich jemand gesehen, wie Sie Gregor erschossen haben. Ja, ich? Also? Morgen. Na, schläfst du jetzt immer im Gästezimmer? Ja. Solange bis du aus meinem Leben verschwunden bist. Zieh mich an. Sag das nochmal. Ich will, dass du gehst. Das Haus ist sowieso meins. Ingrid. Und das war's dann? Nach 15 Jahren? Davon hast du nur die Hälfte wirklich mit mir gelebt. Ingrid, ich... Willst du nicht aufmachen? Guten Tag. Ich hätte es mir fast denken können. Kommen Sie doch rein, bitte. Hauptkommissar Kress möchte Sie gern sprechen. Ja, gerne. Aber ich wäre auch gekommen, wenn Sie angerufen hätten. Ja, weiß man's. Ach, guten Tag, Frau Lenz. Ach, Schätzchen, bist du so lieb und rufst du meine Sekretärin an, dass es etwas später wird, ja? Ich liebe dich. So, dann wollen wir mal. Du sollst doch nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Ich habe keinen Hunger. Ich bleibe so lange hier sitzen, bis du aufgegessen hast. Sprichst du nicht mehr mit mir?
Glauben Sie dir nicht? Wieso sollten Sie auch? Ich hatte schließlich genügend Gründe, Urban zu töten. Sie bekommen die Wahrheit raus, da bin ich mir ganz sicher. Was war das eigentlich für ein Anruf letzte Nacht? Was? Was für ein Anruf? Na, da hat doch jemand angerufen. Ach, das war nichts falsch verbunden. Ich bin froh, wenn es endlich vorbei ist. Manchmal denke ich, das geht nie vorbei. Vergiss nicht den Arzttermin. Die Schmerzen gehen auch nie vorbei. Jetzt hör doch mal auf. Wir zwei haben uns doch. Das ist das Einzige, was zählt. Und das da wird aufgegessen. Hast du den Obduktionsbericht? Ja, lese ich gerade. Thomas Kurtulla hat's buchstäblich vom Erdboden verschluckt. Oh, der wird versuchen, seine zwei Koffer wieder zu kriegen. Da steckt seine Zukunft drin. Ja. Tag, Frau Urban. Kommen Sie. Geben Sie bitte Platz. Danke. Wie geht's Ihnen? Schlecht, ehrlich gesagt. Ich bin da in was reingeraten, mit dem kann ich gar nicht umgehen. Ja, und dann muss ich meinen Mann beerdigen. In zwei Tagen sind wir soweit. Dann kann ich den Leichnam Ihres Mannes freigeben. Wissen Sie irgendwas über den Tod meines Mannes oder über die Koffer? Nein, noch nicht. Aber ich habe eine Bitte an Sie. Wir brauchen ein Phantombild von dem Gesicht des Mannes, der die beiden Koffer geholt hat. Ja, wenn Sie meinen, dass ich das kann. Hallo. Ach, Herr Lenz, ich brauche Sie ja nicht mehr miteinander bekannt zu machen. Kommen Sie. Lisa, brauchst du einen Anwalt? Nein, ich brauche keinen Anwalt. Setzen Sie sich, Herr Lenz. Danke. Wollen Sie ablegen? Nein, nein. So viel können Sie ja nicht von mir wollen, oder? Mal sehen, wie das ist. Frau Urban hat uns erzählt, dass sie in der Nacht um 22.30 Uhr mit Ihnen verabredet war. Ja, ja, das ist richtig. Im Restaurant Lichtblick. Ja, Sie sind aber nicht erschienen. Wo waren Sie denn? Zu Hause? Fragen Sie mich das jetzt als Zeugen oder verdächtigen Sie mich, Gregor Urban getötet zu haben? Ach, wissen Sie, zwischen einem Tatzeugen und einem Tatverdächtigen, da gibt es so eine Grauzone. Die werden Sie sicher kennen. Ja, ja, sicher. Aber gerade weil das so ist, Herr Kress, müssen Sie sich entscheiden. Und bis dahin gibt es von mir keine Antwort. Entschuldigung. Ja, Kress hier. Ja, wer spricht? Schönen Tag noch. Wer spricht denn da? Kurtulla. Thomas Kurtulla. Ich kann mir vorstellen, dass Sie nach mir fanden. Eines möchte ich gleich klarstellen, Herr Kress. Als Mörder von Gregor Urban falle ich aus. Als Zeuge können Sie mich haben. Ich muss noch etwas erledigen, dann komme ich und sage Ihnen, wer Gregor Urban erschossen hat. Herr Kurtulla. Doch gleich, dass man es mit einem Profi zu tun hat. Wie der in aller Ruhe mit mir telefoniert hat. Ja, ob der überhaupt weiß, dass er in der Fahndung ist? Da seid ihr. Es war ganz einfach. Wo ist Frau Urban? Die habe ich erst mal gehen lassen. Wisst ihr, wer das ist? Peter Randfeld. Die gesuchte Nummer 1 beim Rauschgiftdezernat. Den überlebt Kurtulla nicht. Der ist eine Nummer zu groß für ihn. Die Kollegen wissen Bescheid. Sie werden sich hier melden. Fahrt ihr mal zu Wieland Lenz. Der ist mir einfach abgehauen. Der wollte wissen, ob wir ihn verdächtigen. Sollen wir das gut überlegen? Na, dann verdächtigen wir ihn mal. Ja, Kassier? Hallo, Leo. Hier, Bernd. Wir haben die Spur von Peter Randfeld aufgenommen. Worum geht's denn? Er erwartet eine Ladung Kokain. Wir observieren bereits. Dann macht mal ein bisschen langsam. Und wieso das? Weil euch demnächst Thomas Kurtulla zuläuft. Und den brauchen wir als Zeugen im Mordfall Urban. Das ist ja mal was Neues. Ja, ist es auch. Kurtulla will von Randfeld zwei Koffer wieder haben, die der abgestaubt hat. Und was ist da drin? Dreimal darfst du raten. Aber wir können auch nur vermuten.
Also, wir hören von euch, ja? Ende. Na, da gibt's ja wohl nicht viel zu raten. Ich wollte nur mal hören, wie es so aussieht in unserer Sache. Ach, guck mal einer an. Wie haben Sie denn das so schnell geschafft? Nein, ich werde nicht warten. Also gut, dann in genau 3 Stunden. Und wo? Ich sage dir, es gibt Anwälte, die gibt's überhaupt nicht. Mach dir mal keine Sorgen um Wieland Lenz. Ich habe so das Gefühl, wir sollten uns mal mit Frau Lenz unterhalten. Und sonst? Meinst du Wieland Lenz? Meine ich. Er sagt, er sei ziellos durch die Stadt gefahren, nach einem Krach mit seiner Frau. Einfach so. Dann stelle ich mir fest, dass von 3 Verdächtigen keiner einen Zeugen für sein Alibi hat. Wieland Lenz jedenfalls nicht. Frank Petzold auch nicht. Und Lisa Urban nicht. Und Nummer 4, Thomas Krutulla, der auch nicht. Den haben wir noch nicht mal. Ja, Kev? Hier spricht Petra Petzold. Wissen Sie, wer ich bin? Entschuldigen Sie, dass ich störe, aber ich muss Sie dringend sprechen. Sie stören nicht, Frau Petzold. Das können kommen, wann Sie wollen. Ja, Sie können auch gleich kommen. Danke, Herr Kress. Ich komme dann gleich. Sag mal. Frank. Habe ich das gerade richtig gehört? Du hast mit Kress telefoniert? Wie? Du hast mit der Polizei telefoniert? Ja. Ja, und was sollte das heißen? Dann bis gleich? Ha? Antworte! Deshalb. Was drehst du? Jetzt fahr ich durch! Damit willst du zur Polizei, ja? Aus der ist geschossen worden. Ach, red doch keinen Blödsinn, das kannst du doch überhaupt nicht beurteilen! 2 Schüsse sind aus der abgegeben worden. Und warum redest du nicht mit mir zuerst, bevor du zur Polizei gehst? Und warum redest du nicht mit mir? Dann spielen wir jetzt mal die Sache Thomas Krutulla durch. Ist ja schon bitter. Angenommen, er hat den Gregor Urban tatsächlich nicht umgebracht. Dann wäre er unser Zeuge. Ja, ja. Aber jetzt versetzt euch mal in die Mentalität eines Berufsverbrechers. Oh, mit Vergnügen. Und was dann? Dann kommt er sicher nicht als Zeuge bei uns reinmarschiert. Es sei denn, wir hätten 100.000 auf die Ergreifung des Täters ausgesetzt. Haben wir aber nicht. Also? Also was? Also wird er sich sein Geld vom Täter holen wollen. Und was heißt das für uns? Das heißt für uns, wenn wir von jetzt ab unsere 3 Verdächtigen observieren lassen, wird uns einer von ihnen zwangsläufig zu Thomas Krutulla führen. Stimmt. Wenn das richtig ist, was wir denken. Observierung Petzold läuft bereits, das habe ich heute Morgen schon veranlasst. Kümmerst du dich um die anderen? Man sagte mir, dass ich Sie hier treffen würde. Störe ich? Nein, nein, schon gut. Auf den hinteren Seiten habe ich jeden einzelnen Tag aufgeschlüsselt. Ganz schön viel. Tja, dafür gibt es ja jetzt auch mal was umsonst. Herr Petzold, ich glaube, Sie werden observiert. Ich habe viel zu lange für diesen Verein gearbeitet. Das kann nicht sein. Warum? Gregor Urban ist tot. Vielleicht genau deswegen. Nichts für ungut. Sie können mir ja das Geld überweisen. Hm? Tschüss. Tschüss. Wohin fährt er? Wir hören von euch, danke. Wieland Lenz hat sein Büro verlassen, aber die Kollegen bleiben dran. Vielleicht haben wir ja Glück. Meinst du, der zahlt Thomas Krutulla was? Klar, der hat was zu verlieren. Lisa Urban und Frank Petzold genauso.
Ja, Heimann? Ja. Ah ja, und ihr habt das Haus Petzold weiter im Blick. Gut, danke. Petra Petzold wollte gerade das Haus verlassen, aber ihr Mann hat sie zurückgeholt. Der Kollege hatte allerdings den Eindruck, dass sie nicht ganz freiwillig zurückging. Ich habe mich schon gewundert, wo sie bleibt. Sie wollte ja nach unserem Telefonat gleich kommen. Zielperson Frau Urban hat soeben das Haus verlassen. Sie geht jetzt zu ihrem Wagen. Ihr bleibt dran und wir melden uns. Ja, danke. Wieland Lenz ist auf einen Parkplatz am Stadtrand gefahren. Tja, da steht er nun und wartet. Vielleicht war's das schon. Das wäre mir zu einfach, Leo. Die Zielperson steigt jetzt aus dem Auto. Sieht aus, als wäre sie hier verabredet. Unternehmt erstmal nichts. Ja, gleich hier. Unsere Zielperson Lenz steigt aus dem Wagen aus. Eine Frau kommt auf ihn zu. Sie umarmen sich beide. Ja, danke, das war's dann erstmal. Wir melden uns. Ja, das war's dann wohl nicht. Bleibt nur noch Frank Petzold. Dem sollten wir jetzt schleunigst einen Besuch abstatten. Werner, du hältst die Stellung hier. Gut. Guten Tag, Frau Petzold. Wollten Sie nicht eigentlich zu uns kommen? Kommen Sie rein. Warum sind Sie nicht gekommen? Was ist passiert? Wo ist Ihr Mann? Nochmal, Frau Petzold. Was ist passiert? Ich habe den Gregor erschossen. Was sagen Sie da? Sie haben Gregor Obern erschossen? Aber Sie haben ein einwandfreies Alibi. Wir haben es überprüft. Meine Freundinnen haben sich geirrt. Peter. Peter, hör auf. Deine Freundinnen haben sich nicht geirrt. Du kannst mir nicht mehr helfen. Es ist vorbei. Das ist die Waffe, mit der Gregor Urban erschossen wurde. Ich wusste keinen Ausweg mehr. Sie haben ihn also erschossen? Ja. Und hätte meine Frau die Waffe nicht gefunden, dann hätte ich einen Erpresser auch noch erschossen. Hat mich gesehen und wollte eine Million. Waren Sie mit dem Erpresser verabredet? Ja. In einer halben Stunde auf dem Parkplatz beim Kolibri. Das schaffen wir. Herr Petzold, ich muss Sie vorläufig festnehmen, wegen des Verdachts, Gregor Obern ermordet zu haben. Ja. So, und jetzt ganz langsam aussteigen.
ging es ein bisschen weiter.